Weg zum Stadion, wo das Auto versteigert wird. Wir haben noch eine neue Batterie eingebaut, weil die Batterie irgendwie versagt hat. Ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass so viel wie möglich fürs Auto rauskommt, um der DBO, also der Dresden Banjul Organisation, die hier die verschiedenen Projekte antreibt, um da maximal was zu erreichen für die Jungs. Das Bargeld, was wir bekommen haben oder was wir mitgenommen haben, die Spendenmittel, da haben wir eine andere Idee. Da gibt es hier ein kleines ländliches Krankenhaus, da ist ein Arzt aus Holland, der quasi kostenlos dort die Leute unterrichtet und ihnen die medizinischen Sachen beibringt. Und da werden wir das Geld hinbringen, weil die auch echt nichts haben so richtig. Und da werden wir das Geld hinbringen, dass die dort Medikamente kaufen können und Sachen, um den Leuten hier zu helfen, wenn die irgendwie doch mal ins Krankenhaus müssen. So, also dann, Bilder und Videos kommen später. Bis dann, ciao.